So, ihr Süßen. Wir machen mit Jojun mal ein Gameplay. Ist leider nur gegen Bots, aber wer sich das angucken will, der soll das machen. Ich werde die Abilities einmal so ein bisschen durchtesten und euch zeigen, was man so alles mit dem machen kann. Wenn man nämlich das E und gleichzeitig schnell die Q dann drückt, kann man nämlich sich drehen und Roundabout Damage machen mit dem Q, was richtig stark auch ist, mit Crit auch. Und wenn man das zum zweiten Mal macht, dann halt das EQ, dann hat man diesen Wirbelsturm. Und beim zweiten Mal, wenn man den Wirbelsturm und einen Champion in die Luft schlägt, dann bekommt man zum Beispiel, da kann man die Ulti benutzen, weil alle Champions, die in die Luft geschlagen werden, können mit der Ulti getarget werden. Das heißt, in der Range, die Range ist ziemlich groß, das heißt, wenn man einen Champion hat, der auf der Lane ist und der von einem anderen Champion gerade hochgeschlagen wird, kann man schön mit einer Ulti randashen. Was gar nicht so schlecht ist. Aber er ist so ein bisschen Late-Game-Champion, also man sollte echt warten, bis man ein bisschen Level gekriegt hat. Was krass ist bei dem Champion, was ich bis jetzt gemerkt habe, ist, er hat gar keine Kosten, also keine Mana-Kosten, nichts einfach, gar nichts. Wenn dieses Ding hier voll ist, hier unten, so habe ich das bis jetzt verstanden, Yajus Critical Strike Chance ist Double. Und Resolved Movement Grants Yushu's Flow, which is, also das lädt hier unten diesen Flow auf, und wenn wir getroffen werden von einem Champion, kriegen wir ein Schild, ein sogar nicht sehr schwaches Schild. Ich kann euch das einmal zeigen, man macht einmal das Q, so, dann lädt hier unten was, Spell not, so, und jetzt kommt noch ein Q, aber das muss sitzen. Wenn das nicht hittet, dann ist der Cooldown einfach wieder weg. So, ich wurde jetzt gerade von einem Champion gehittet, das heißt, meine Passive wurde sich gerade aktiviert und ich habe ein Schild bekommen. So, jetzt habe ich wieder einmal getroffen. Das heißt, jetzt habe ich einen Wirbelsturm. Wenn das jetzt der Cooldown weg ist, kann ich euch das zeigen, dann geht das so. Und die Dinger ziehen nicht wenig ab. Man muss mit ihm am Anfang definitiv sehr vorsichtig spielen. Da nicht gerade der stärkste. Da nicht gerade der stärkste Champion am Anfang ist. Also ich würde vorsichtig behaupten, dass das wirklich ein Late-Game-Champ ist. So, zum Beispiel, wenn wir jetzt mit unserem E chargen würden und ich drücke Q, dann macht er so eine Drehung. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Als der Cooldown gerade drin gewesen. So, jetzt. Habt ihr gerade gesehen? Der Target, da kriegt er so einen Dot drauf. Den Dot kann man nur einmal bei jedem Champion machen. So, jetzt habe ich den zweiten Charge aufgeladen. Das heißt, das kann man auch so machen. Das heißt, mit dem ersten und zweiten Charge kann man das aufladen. Hier kann ich Attacken abblocken. Also Spells von Champions. Das war das W. Wenn ich jetzt zum Beispiel E und Q mache, dann seht ihr das. Dann dreht er sich. Und jetzt mit der Aufladung, mit dem Wirbelsturm, kann man das auch machen. Man kann halt so machen, dass man so ein bisschen Range hat. Oder man macht es halt so, dass man keine Range hat. Geht beides. Jetzt bin ich aufgeladen. Ich finde das natürlich mit dem Wirbelsturm so stärker. Und wenn der auch in die Luft geschlagen ist, das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Teamfight seid, könnt ihr zum Beispiel mit dem E voll reinchargen, dann Q drücken, und wenn der Wirbelsturm dann aktiviert ist, dann könnt ihr die alle in die Luft schlagen und alle für eine Sekunde auch in der Luft halten. Jetzt kann ich das mal zeigen. So, jetzt blocke ich von ihr die ganzen Hits ab. So funktioniert der Champion halt. So, jetzt kommt sie wieder zurück.
Jetzt kann man es so machen. Da werden alle Gegner halt in die Luft geschlagen. One step ahead of the past. Sehr stark der Champion auch, weil wie gesagt, er hat keine Kosten. Das E hat einen Cooldown von 0,5 Sekunden, das ändert sich nicht, egal wie hoch man das spellt. Deswegen sollte man am Anfang echt die Q auch skillen. Und das Schild hat jetzt einfach mal alles geblockt. Man kann auch... Also man hat auch sehr, sehr starke Movement, also so halt, ja, wie soll man das erzählen? Das mit dem E halt ist halt ganz cool, weil man halt echt extrem chargen kann. Aber ich muss jetzt aufpassen. Da ist jetzt der Wirbelsturm durchgegangen. The sword is poor company for a long road. Mist. Jetzt habe ich wieder den Wirbelsturm. So, dann gehen wir kurz erstmal in die Base und gehen einkaufen. Ich bin halt so, mein erstes Item ist immer Bilgwasser. So, mein erstes Item, was ich use. Finde ich ganz wichtig. Als zweites könnte man dann Schuhe wählen, so die man halt gerne möchte. Attack Speed Schuhe machen sich halt ganz gut, ganz gut. Entschuldigung. Latschen wir mal dahin. This story is not yet finished. So, man kann jetzt halt aus sicherer Entfernung einmal kuhn. Kann jetzt so machen. Never could. Ich will halt einfach mal zeigen, wie das nachher ist mit der Ulti dann auch. Es ist wahnsinnig stark. So, und jetzt können wir den Wirbelsturm machen und dann schlagen wir ihn mal in die Luft. Das heißt, wir gehen mit E rein. Das heißt, wir gehen mit E rein, machen jetzt Q. Und jetzt können wir gleich ulten. Und die Combo ist halt ganz, ganz gut. Also man macht halt das E als erstes und dann fängt man an, das Q durchzuziehen. Es macht doch alles sehr, sehr viel Schaden. Also muss man dazu sagen, der Champion ist wirklich stark. Jetzt noch. My armor. So, man kann jetzt hier halt, wenn man mal sieht, ich kann jetzt hier die ganze Zeit chargen. Ups. Ich kann halt hier die ganze Zeit chargen. Ich stelle jetzt hier eine Wand vor, das heißt, wenn er mich jetzt attackiert, man sieht, wird alles geblockt. Blöd, dass man immer nur einmal chargen kann halt. So, jetzt habe ich wieder diesen Knock-up. Das wäre halt, wenn Champion jetzt in der Nähe gewesen wäre, hätte ich den hochschlagen können. Wie gesagt, wenn man jetzt in so einem Team ist und man hat gerade den Wirbel, man kann damit eh einfach reinchargen und Q drücken. Und haut alle in die Luft und dann drückt man einfach schnell R und dann hält man alle erstmal für eine Sekunde fest. Das funktioniert sogar erstaunlich gut. Just looking for a road home. Aber man sieht auch, wenn ich ein normales Spiel auf dem PBE machen würde, das könnte nichts werden. Also ich habe immer ein 180er Ping, das ist einfach zu hoch.
um wirklich vernünftig zu spielen und denen auch schnell die Abilities auszuführen, weil das ist halt immer ein bisschen mit Lags verbunden. Also nicht mit Lags, aber so zeitverzögertes Spielen. Na, jetzt habe ich ihn einmal geschlagen. Jetzt kann man zum Beispiel so machen, wenn sie nebeneinander stehen. So, jetzt. Zack, und dann werden beide nach oben geschlagen. So, und da. Und so kann man halt die. Und so kann man die Gegner halt richtig auseinandernehmen. Q würde ich auch wirklich als erstes durchstacken, weil das einfach wichtig ist. Und dann das E auf jeden Fall. Wegen dem extra Damage. So, wenn jetzt Minions kommen, kann man schön in der Reihe das auch machen. Wenn jetzt die zu, wenn die nah beieinander stehen, kann man schnell das Q drücken. Es klappt nicht immer, weil, wie gesagt, PBE. Also man sieht auch, die Ulti hat eine krasse Abklingzeit. Das sind ein paar Sekunden nur. 70 Sekunden jetzt. So, und jetzt haben wir das gleich auf Level 2. Space Shield ist an. Da kommt die Shen Ulti. Jetzt knocken wir sie beide hoch, zack, und jumpen mit der Ulti rein. So. Man sollte auch gut entfernt von dem Gegner stehen, halt wegen der E-Range. Da das. Also man sollte den Weg nehmen, so vom Weiten weg halt. Das ist wie bei Fizz, weil er dodgt ja durch und kommt dann hinten weiter wieder raus. Und das Problem ist halt, wenn man dann zu nah dran steht, kann man auch mal ganz schnell in den Tower rutschen. Oder vielleicht zu weit rein, wo man gar nicht hin möchte. Das geht ganz, ganz schnell. Deswegen sollte man da gut aufpassen, wie man denn diese Ability used. Wie gesagt, alles keine Kosten. Ich denke mir mal, das soll ein Midlaner sein. Ich habe ihn aber auch schon auf Top gesehen jetzt. Und so ein Tryndamere haut der richtig weg. Also ist Wahnsinn. Was er auch an Rüstungsdurchschlag hat, ist halt auch immer krass, ne? Weil für 15 Sekunden Yoshua gains 50 Bonus Armor Penetration. Das ist halt auch schon sehr, sehr stark. So, und da habe ich dann einfach jetzt mal, weil es wieder nicht geklappt hat, einfach den Dings gemacht. Sehr, sehr schade, dass das hier so ein Hyping ist, sonst könnte man dann noch viel, viel coolere Skills zeigen, weil ich habe mit dem schon mal ein bisschen gespielt. Das Coole ist auch, ich glaube, den könnte sogar man richtig gut fürs Jungle nehmen. Man sieht ja, wie viel Schaden der macht. Man kann halt mit E rein und dann schön das Q durchdrücken. Und man sieht halt, wenn man dann ein bisschen schneller das versucht. Also das, ich finde, das ist sehr, sehr stark.
Weiß nicht, was ihr davon haltet, wenn man jetzt sieht, Ulti ist auf Level 2 geskillt, nur noch 50 Sekunden Abklingzeit und am Ende sitzt dann nur noch lächerliche 30. So, und jetzt kann ich schon wieder einen Gegner in die Luft schlagen. My honor left a long time ago. No more running. Legendary. Double kill. Your team has destroyed a turret. So, man sieht aber auch, wie stark der alleine schon mit den zwei Items ist. Bisschen noch Red Buff. Ich weiß, es ist gegen Bots, die haben nicht so viel Armor und können auch nicht wirklich viel und die spielen auch ein bisschen behindert, aber man kann schon mal ein bisschen sehen, was der eigentlich alles kann. Und was der eigentlich alles an Damage raushaut. So. Gehe ich nochmal hier ein bisschen Leben auffüllen. Hier kann man auch, glaube ich, sehen, ich glaube sogar die Basic Attacks werden abgeblockt von dem Spell Shield. Und man sieht dann doch schon, was für einen schnellen Move der auch drauf hat. So. Das habe ich mir extra aufgespart, das E, damit ich halt schnell dem Champion noch hinterher chargen kann. Ich glaube, wenn man das auch richtig einsetzt, die Skills, dann kann man da echt gut was machen. Der ist auch, glaube ich, zum Ganken gar nicht so schlecht. Das Q zu treffen ist ein bisschen schwierig. Noch, muss ich ehrlich gestehen, aber ich glaube, das lernt man auch ziemlich schnell. So, wir nehmen erstmal diesen Movement Speed hier. Gehen mal zum Dragon, machen den mal mit Level 13. Wie gesagt, das mit der Ulti ist gar nicht so schlecht. Aber man kann sie halt nur usen, wenn die in der Luft sind. Ich habe voll lange gebraucht, um das zu checken, wie die Ulti überhaupt funktioniert. Da habe ich, das habe ich nicht geschnallt am Anfang, sage ich ganz ehrlich. Man sieht mal, wie schnell. Dann sieht man mal, wie schnell man auch den Dragon eigentlich slayen kann mit dem Champion. Keine Ahnung, ob die Dinger hier nichts aushalten, die Minions, aber seine Passive ist ja auch irgendwie, dass er doppelt Critical Strike ist, einfach doppelt so hoch. Erinnert mich ein bisschen an Master Yi. Nur, dass dieser Champion, glaube ich, mit den Abilities, die er hat, sogar noch mobiler ist. Und noch stärker, weil er halt auch einfach mal... Weil er einfach kein verdammtes Mana verbraucht. Was den Champion an sich doch schon ganz schön stark macht, finde ich. Und das Krasse ist, dieses Spell-Schild blockt echt ohne Witz, es blockt alles ab. Das Spell-Schild blockt auch jede Ulti, das ist egal, ob das eine Caitlyn-Ulti ist, ob das ein dicker Ashe-Aura ist, ob das eine scheiß Jinx-Ulti ist, das Ding blockt alles.
Das Ding blockt alles, das Spellschild, das ist Wahnsinn. Wie stark das ist. Da kam gerade der Wirbelsturm. Man muss also echt auf die Sounds auch achten, dass man da wirklich mit dem... So, jetzt kann ich das hier blocken. So, und jetzt ist meine Ulti schon wieder ab. Jetzt habe ich meinen Sturm wieder. Und die Ulti ist halt auch extrem schnell ready. Es blockt einfach alles ab. Und dieses Schild immer dazu. Wahnsinn. Jetzt kann man zum Beispiel schön hinter sie chargen. Jetzt, wenn es zu eng wird, kann man zum Beispiel versuchen, mit dem E rauszuchargen. Was denn doch ganz gut geklappt hat. Das ist halt, das E ist halt echt ein guter Escaper, wenn Minions in der Nähe sind. So. Gucken wir mal. Das ist halt ganz gut. Das holen wir auch nochmal dazu. Gut, Movement Speed hat der Champion ja auch. Wir holen uns mal den Blue hier noch schnell, dann holen wir uns den Red und dann gehen wir mal wieder in die Base, weil ich glaube, all die Minions beenden das gleich. Aber ist auch ganz gut so, weil ich will das Gameplay ja nicht zu lange machen, weil es nur gegen Bots ist. Und ihr sollt euch das aber trotzdem halt einmal angucken, den Champion. Und man sieht, es ist, der Blue ist ja instant weg. Ich will mal gucken, wie viel ich den Baron abziehe. Sogar bei dem kann man abwehren. Ihr seht gerade, wie oft ich das Q benutze. Ihr habt, glaube ich, gerade gesehen, wie oft ich das Q gewastet habe. Das ist so krank. Also, je länger der Kampf dauert bei dem Champion, desto stärker wird er auch. Also je öfter man den Spell benutzt, desto heftiger wird er. Das heißt eigentlich immer nur Auto-Hit, Auto-Hit, Auto-Hit und Q, Q, Q. Immer Q dazu. Auto-Hit, Q, 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 Auto-Hit, Q, Q, Q. So anders geht das gar nicht mit dem Champion. Da sieht man mal, wie viel Damage die Wirbelstürme machen. Das ist unglaublich. Also wie viel Crit das zählt. Jetzt habe ich wieder den Wirbelsturm. Wenn man das skillt, wird die Mauer auch immer größer. Wie man gerade sieht. Also die Mauer wird dann immer breiter. Das heißt, im Teamfight kann man eigentlich die ersten Spells und viele Pokes kann man eigentlich sehr, sehr gut blocken. So, jetzt haut der ab. Der ist ja instant down dann auch.
Oh, ihr könnt nichts mehr kaputt machen hier. Wir müssen den Inhib zerstören. Jetzt können wir nochmal eins machen. Zwei machen. Guck dich den lächerlichen Cooldown an. Lächerliche 2 Sekunden. WTF. Und da kann man mit dem Spell einfach wieder raus. Man kann eigentlich immer so weitermachen. Man könnte hier reinchargen, dann könnte man hier wieder rauschargen, und dann könnte man das Q machen, und dann könnte man wieder chargen. Und das, man kann halt die ganze Zeit chargen, 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 rauschargen, wieder in eine andere Richtung chargen. So, und das kann man halt die ganze Zeit machen. Das ist einfach so krank. Hiermit könnte man jetzt auch zum Beispiel sich selber decken vor den Champions. Das war der Champion. War so ein kleines First Impression. Ich habe euch jetzt mal hoffentlich ein bisschen dazu gezeigt. Danke fürs Zuschauen, YouTube. Sorry, dass es nur gegen Bots ist, aber das ist PBE. Da läuft das noch nicht so gut. Wenn der auf dem EU-West ist, dann definitiv wird er dann gespielt. Ein Gameplay wird gezeigt und dann auch in vernünftiger Schnelligkeit. Bis dahin sage ich Tschüss. Danke fürs Zuschauen.